50 Tage, 50 Videos, immer um 15 Uhr. Das ist mein 50.000 Abonnenten-Special an euch da draußen. Und heute fahren wir die CBR 500R. Das und mehr nach dem Intro. Ja, heute ist der 500 Kilometer Test CBR 500R. Und ich habe sie für euch auf den Teneriffa mal getestet. Das waren aber nicht die Bedingungen, die sie hier ausgesetzt war. Hier war sie im Alltag unterwegs und deswegen nochmal ein komplett neues Video. Falls ihr euch aber für die 650er interessiert, wie die so ist und wie sie im Vergleich zu der hier ist, ich habe ein Vergleichsvideo gemacht. Klick einfach auf das i, dann kommst du dorthin. Jetzt hatte ich gesagt, quatschen wir aber zuerst an, da wird es zu hoch. Ups. So fängt dein Video schon wieder gut an. Zuerst ist der Akku von dieser doofen Kamera leer. Ich weiß nicht, die macht mir nur noch Probleme. Ich schwöre, ich verkaufe das Ding. Wer sie haben will, ich verschenke das Ding. Schmeiß weg, klumpert. 500 Kilometer bin ich mit ihr gedüst. Von den Knie am Boden bis zur Stadtrunde, die wir heute fahren, habe ich alles mit ihr gemacht. Ich habe sie im täglichen Einsatz ausprobiert. Nicht so wie in Teneriffa auf den schönen Straßen mit dem Schnee. Hier ist sie unter Realbedingungen getestet worden. Ja, aber wir starten heute nicht klassisch wie mit dem Motor, weil dazu habe ich schon ein eigenes Video gemacht. Ich umreiße es aber trotzdem kurz für euch. Dieser Motor hat 475 Kubik, hat 35 kW und das Motorrad wiegt 197 Kilo. Preis ist von dem Motorrad um die 7000 Euro in Österreich und in Deutschland. Genauen Preis findet ihr dann natürlich bei eurem Händler. Aber nun genug das Motorrad in den gröbsten Zügen umrissen. Ah ja, die Sitzposition können wir noch erwähnen, 785 mm. Sie ist etwas niedriger als die 650er, finde ich gut. Und ich hätte gesagt, aber jetzt genug von der technischen Seite. Ich will heute einfach mit euch mehr über meine Emotionen nach 500 Kilometern mit ihr sprechen, weil das war eigentlich das, was mich so gekickt hat bei ihr. Wie ich es eingangs schon erwähnt habe, habe ich sie über Grein-Dimbach gejagt und habe dort wirklich viel Freude mit ihr gehabt. Als erstes Mal dachte ich mir so, ja, kann man mit so einem kleinen Ding auch die Knie am Boden bringen und hält er das Fahrwerk aus? Wie fühlt sich das an? Und ich habe einfach mal so gesagt, so Kameramann, du hältst jetzt drauf. Ich probiere jetzt mal hier so lange, bis das Knie mit der Kleinen hier am Boden ist und schau mal, wie das funktioniert. Und wundersamerweise hat es funktioniert und es hat sich gar nicht so schlecht angefühlt. Ich habe ja in meinem ersten Test darüber erzählt, dass ich das Fahrwerk etwas weich finde und dass bei höheren Geschwindigkeiten es etwas schwammig wirkt. Das ist auch so, das würde ich auch weiterhin so bestätigen. Was aber ein bisschen sich bei mir im Kopf so geändert hat, ist, ich vertraue dem Fahrwerk jetzt mittlerweile mehr. Ich traue dem Fahrwerk mehr zu, als ich ihm in Teneriffa zugetraut habe. Einmal, weil ich es länger fahren konnte und feststellen durfte, dass das Fahrwerk auch in schwierigen Situationen hält. Man muss sich das trauen, man muss ganz klar sagen, wenn es ein bisschen schwimmt, dann muss man einfach drüber. Es ist auch im Grenzbereich, aber der Grenzbereich vom Fahrwerk, wo es sich bewegt, ist ziemlich groß und es funktioniert deshalb trotzdem noch. Aber es gibt ja definitiv das Feedback, hey Tom, reiß dich zusammen, mach nicht mehr damit. Im Stadtverkehr hingegen hat sich das Fahrwerk sehr schön bewährt. Ich bin jetzt hier von Linz über Everding, über Grein, alles mit dem Motorrad gefahren und ich hatte niemals irgendein Problem mit dem Fahrwerk. Also das muss man so klassisch sagen. Egal ob es der Stadtverkehr war oder der Überland oder auch Grein-Dimbach, überall da, wo es fahren sollte, hat es so funktioniert, wie ein 7000 Euro Gerät funktionieren muss. Was ich auch sehr erstaunlich fand während meinen 500 Kilometern, war definitiv, wie gut die Reifen funktionieren. Also man kennt es ja, auf Teneriffa super Straßen, super griffige Straßen, aber in Österreich gibt es auch die ein oder andere schlechte Straße, Autobahn fahren, all das und da weiß man nie so, wo man dran ist. Und am Anfang traust du nicht so viel. Aber die Reifen, die standardmäßig und serienmäßig hier drauf waren, haben uns in jeder Situation gepusht. Ich hatte auch einen Regenfahrtag dabei, also ich bin auch durch Regen gefahren und selbst da gab es nur wenige Situationen, wo der Reifen Probleme gemacht hat. Einzig, wo er dann ganz warm wurde, also in Grein-Dimbach wieder, das muss ich klassisch erwähnen, ich glaube, das sage ich heute noch 10-mal, kann man bitte den Grein-Dimbach-Counter einfügen. da hat es dann zum Schluss dann schon ein bisschen überhitzte Reifen und dann war es nicht mehr so ganz so lustig. Aber ja. Und was mich jetzt gleich zu meinem nächsten Punkt bringt bei dem Motorrad,
war nicht nur das Fahrwerk war sehr universell einsetzbar, auch die Sitzposition auf dem Motorrad ist sehr universell. Die 650er ist etwas aggressiver und die Fireblade ist dann nochmal etwas aggressiver. Hier sitzt man wirklich schon fast aufrecht, schon fast Naked Bike mäßig. Da ist wenig Unterschied und trotzdem hat man die Möglichkeit, sehr sportlich sich zu bewegen. Ich fand es auf jeden Fall genial, einfach diesen Spagat zwischen sportlich und street-tauglich. Klar, optisch, man merkt es und wenn man sich drauf sitzt, man fühlt sich nicht direkt wie auf einer Supersportler. Das kann für Enthusiasten ein Problem sein. Für mich als jemand, der im Alltag zu seiner Arbeit fahren wollte, der chillen wollte auch mal mit dem Motorrad und nicht die ganze Zeit gebrennt ist, war es dann aber doch eher ein Vorteil, wenn man ehrlich ist. Achtung in den Schützengräben, Panzer am Anrollen. Das würde ich rufen, wenn mir dieses Motorrad entgegenkommt und ich weiß, was es wiegt und ich weiß, wie der Wendekreis davon ist. Es hat den liebevollen Titel von mir Panzerchen bekommen, weil das Fahrzeug wiegt 197 Kilo, was relativ schwer ist für ein Motorrad, was nur 35 kW hat. Stört mich beim Fahren gar nicht, aber wenn hier das Motorrad steht, dann ist es schon etwas problematisch für mich gewesen. Ich fand einfach die Kombination aus sehr großen Wendekreis, also man muss wirklich ewig herumschachern, damit man es von A nach B schiebt. Gerade in der Stadt, wenn ich hier so reinparken möchte, rückwärts raus. Das ist alles ein bisschen kompliziert und nicht so einfach. Da muss man aber sagen, das ist ganz klar dem Preis geschuldet. Sie haben hier alles an Technik reingemacht, was geil ist. Sie haben LCD-Display, sie haben Carbon-Optik-Teile reingebaut, sie haben super Elemente angebracht und irgendwo muss man dann einfach sparen und das war halt eben dann, dass es ein bisschen schwerer gebaut wurde und man muss auch dazu sagen, Supersportler sind ja generell, zumindest in der Consumer, also in der Verbraucher, beim Kundensegment, bei dem klassischen, immer etwas schwerer und mehr Schein als Sein. Jetzt keine Doppel-R oder so, aber ja, ihr wisst, was ich meine, glaube ich. Ihr kennt die Supersportler, die mehr Schein als Sein sind und da gehört dieser natürlich auch dazu. Macht aber eigentlich auch nichts aus, weil auf der Eisdiele checkt eh keiner, was du für ein Motorrad hast. Da denkst du nur, roter Teufel, schick, schick, schick. Das hatten wir so oft. Wir haben nicht derzeit auch die 650 im Test und wir sind halt meistens mit der 650 und mit der 500 ausgedüst. Und da war es halt dann einfach so, ja, wir kommen und alle Augen waren auf uns, weil wir einfach mit zwei so roten Teufeln daherkommen sind. Die einen in Vierzylinder, die hier in Zweizylinder und das macht schon was her. Das war schon sehr interessant zu sehen, wie die Leute darauf reagieren. Und vor allem, es schaut dir fast jeder nach bei dem Motorrad. Es ist fast schon anstrengend. Es ist so ein Magnet, dieses Motorrad. Ich glaube, wenn ich das auf der Landstraße aufstelle und warte, wie oft das fotografiert wird und angeschaut wird, da kommt schon einiges zusammen. Ich sehe jetzt schon das Kommentar. Tom, du hast das Motorrad bis in den Himmel gelobt. Digga, wirst du bezahlt dafür oder was los bei dir? Was falsch mit dir? Sag jetzt mal ehrlich, was ist kaputt? Was ist falsch dran? Was passt nicht? Was ist uncool? Und dazu möchte ich jetzt kommen. Mag der ein oder andere glauben, dass durch die aufrechtere Sitzposition und durch das bequeme Sitzen eine Langstreckentauglichkeit gewährt ist? Der irrt leider. Schon nach wenigen 100 Kilometern, also nach 200 Kilometern oder eigentlich mal 200 Kilometer, es reichen eigentlich schon 150 Kilometer aus. 150, ein bisschen mehr, dann möchtest du einfach eine Pause machen, möchtest dich entspannen und möchtest am liebsten auf ein anderes Motorrad umsteigen, weil das Knack so weh tut. Und natürlich auch, willst du mit dem Motorrad nicht permanent mit Brust auf der Tank liegen, das macht einfach keinen Sinn und macht keinen Spaß bei dem Motorrad. Dafür hat es dann auch einfach zu wenig Leistung, muss man so ehrlich sagen. Das ist eigentlich mein größter Kritikpunkt an ihr, dass ich da ein bisschen Probleme habe und eben auch, dass obwohl ich die optischen Einbußen durch die Sitzposition habe, weil es sieht halt auch nicht so geil aus, wenn du auf einem Supersportler so hoch sitzt und so aufrecht sitzt, hast du den Vorteil nicht, dass es landstreckentauglich ist. Das sind eigentlich meine zwei Hauptkritikpunkte hier. Kritikpunkt Nummer 3 und über den kann ich auch nach 500 Kilometern nicht hinwegsehen, das ist hier schlichtweg diese blauen Dinger. Honda, was habt ihr euch dabei gedacht? Sorry, aber warum auf eine komplett rote, eloxierte blaue Teile draufschrauben? Bitte! Ich habe dort auch gefragt, was sie sich dabei gedacht haben. Und ich habe leider keine Antwort damals in Teneriffa bekommen, keine ordentliche.
es sieht so komisch aus, blau elixierte Teile. Ich kann mir nur vorstellen, dass es eine Fehlproduktion ist, sodass sie gesagt haben, so, ja, schrauben wir drauf, passt schon. Wird schon keiner merken. Nee, Jungs. Ey, optisch ein, so ein Hammer, das Gerät. Und dann haut ihr mir so blaue Schrauben da drauf. Sorry. Das zerstört das Gesamtkunstwerk. Aber das ist dann schon wirklich meckern auf höchstem Niveau. Und das ist einfach auch eine Sache, die man selbst anpassen kann. Die kann man selbst runterschrauben, pulvern oder wo auch immer anmalen, keine Ahnung, sprayen, lackieren. Und dann sieht es nicht mehr so kacke aus. Aber nach meinen drei Kritikpunkten möchte ich nun zu meinem Fazit kommen und möchte euch eine Kaufempfehlung oder keine Kaufempfehlung aussprechen. Und ich hatte gesagt, wir machen wieder wie bei meinem Motorradtest das Fazit. Kaufen kann sich das Motorrad ein fast denn jeder. Ich selbst muss sagen, habe mir auch schon überlegt, dieses Motorrad für ein Umbauprojekt herzunehmen. Weil es einfach sehr günstig ist, weil es eine gute Basis bietet, auf der man aufbauen kann und weil es auch diese universelle Möglichkeit bietet. Es ist überall einsetzbar, du kannst alles damit machen und du hast nur wenige Situationen, wo das Motorrad wirklich hängen bleibt, wo du denkst so, ja, da hätte ich gerne jetzt ein anderes Eisen dafür. Ja, die Speed-Junkies unter euch werden sich das Motorrad wohl oder übel aus dem Kopf schlagen müssen. Top-Speed liegt hier um die 160 km/h. Natürlich selbst getestet, nur auf der Rennstrecke. Und ja, Speed-Junkies nein, aber Leute, die etwas für den Alltag auch suchen, Leute, die ein Motorrad suchen zum Starten, zum Einsteigen, zum Wiedereinsteigen oder einfach sagen, ey, ich brauche keine Tausender, was hilft mir 160, 180 PS auf der Straße, kann ich doch eh nie ausfahren. Kauf mir lieber sowas, das kann ich ausdrehen, da kann ich drehen, das giert nach Drehzahl, das macht Spaß. Die sind hier richtig gesetzt, die können sich das gönnen und werden viel Freude damit haben. Für mich persönlich, wie eben angesprochen, wäre das Motorrad auch was. Gerade wenn ich Wiedereinsteiger bin oder A2-Fahrer, dann ganz klar, so ein Motorrad, leichtgängige Kupplung, sauberes Ankern mit der Bremse, gute Gasannahme. All das, was eine Honda haben sollte oder ein Motorrad fast haben sollte, hat das Motorrad. Für mich fängt bei 500 Kubik das richtige Motorradfahren erst an. Da merkst du dann so Leistung, Freude, Emotionen viel stärker nochmal als bei einer 125er, viel stärker als beim 50er Moped. Das ist das, wo das Biken am Ende des Tages erst anfängt. Hat jemand von euch da draußen dieses Motorrad in seinem Fuhrpark, dann schreibt mir auf jeden Fall deinen Erfahrungsbericht in die Kommentare. Mich wird eure Meinung zu dem Motorrad interessieren, denn das hier war nur meine Meinung. Eure Meinung ist genauso viel wert und genauso wichtig. Mein Name ist Tom, danke fürs Zusehen, haut rein und pfiat euch!